Dein Selbst und mein Selbst unterscheiden sich durch nichts, sind eine einzige Wirklichkeit. Es ist die Wirklichkeit des göttlichen Seins. In deinem allerinnersten Grund. Weshalb Meister Eckhart sagt, könnte der Mensch erkennen, wie nah ihm Gott ist, er würde auf der Stelle umfallen. Er würde auf der Stelle umfallen. Er würde sterben. Aber dieses Sterben betrifft jetzt sich nicht den irdischen Tod, sondern es ist der Tod eben all dessen, für was sich der Mensch im Allgemeinen in seiner verblendeten Sichtweise hält, in seinem ganzen Persönlichkeitswahn. Der Sprache des Buddhismus, eben der Persönlichkeitswahn, die Skandhas, ist eine Zusammenfügung von 5 verschiedenen Faktoren, die in ihrer Verbindung ein Konglomerat von sich gegenseitig bedingenden und beeinflussenden und haltenden Faktoren ergibt. Die sind Körperlichkeit, Empfindungen, Wahrnehmungen, Geistesregungen und Bewusstheit. Also Bewusstsein. Ja. Körperlichkeit, Empfindungen, Wahrnehmungen, Geistesregungen und Bewusstsein. Diese bilden insgesamt die Illusion einer für sich bestehenden Persönlichkeit. Und je mehr der Mensch sich eben mit diesem Konglomerat von Verbindungen, von psychisch-physischen Faktoren ohne jede Wirklichkeit identifiziert, desto mehr erlebt er sich als ein getrenntes, von allem anderen verschiedenes Sein. Das Ich, das Ego. Ich bin ich und du bist du. Und da ist eine dicke Wand dazwischen. Und je mehr ein Mensch sich mit seinem Denken, mit seinen Fühlen, je mehr ein Mensch sich mit dem ganzen Erinnerungsgeflecht seiner toten Vergangenheit, angefangen von seiner frühen Kindheit bis zum heutigen Tag, identifiziert, desto mehr ist er ein Opfer dieses gewaltigen Ich-Wahns. Und er hält sich fest an dieser ganzen Wahnvorstellung von Persönlichkeit, von Raum und Zeit, von Ich und Du. Und er lebt in seiner selbstgezimmerten Welt der gewaltigen Summe von Konzepten, die eine undurchdringbare Mauer bilden, durch die er nicht hindurch kann. Darum heißt es im Zen Mumonkwan. Mumonkwan heißt das torlose Tor. Eine andere Übersetzung wäre Zutritt nur durch die Wand. Nur durch die Wand. Da kannst du aber nicht hindurchmarschieren. Da kannst du nicht einfach mit dem Meißelhammer kommen und die Wand jetzt versuchen, da wegzuhämmern. Du kannst nur aus deinem Seinsstand, des samsarischen Gebundenseins, heraussterben und wieder auferstehen im Glanz des göttlichen Lichtes. Ein anderes Beispiel hierfür ist eben das im Zen bedeutende Koan, ein sehr wesentliches, wichtiges Koan,
Und da heißt es, auch aus dem Mumunkwan, Mumunkwan ist eine bedeutende Zen-Schrift aus dem 12. Jahrhundert, eine gewaltige Sammlung von Koans, das heißt Begegnungen von Meistern und Schülern, Meistern untereinander, Mundos genannt, wobei in dem Gespräch eine Situation entsteht, eine Frage an den Schüler meistens, die der Schüler, so sehr er sich auch windet, mit dem Verstand nicht beantworten kann. Und meistens kommt es dann vor, dass der Schüler mit dieser Frage dann sich lange beschäftigt. Tage, Wochen, Monate, Jahre. Bis, wenn überhaupt, der Geist aufbricht in das strahlende Licht der Herrlichkeit. Und das Koan sich öffnet, sich ihm offenbart. Du kannst es mit dem Verstand nicht lösen. Drum heißt es, es ist wie bei einem Mann, der noch einen einzigen Zahn hat. Und dem gibt man eine Nuss, und die nimmt er in den Mund und will die Nuss jetzt öffnen. Und er beißt so lange auf der Nuss herum, bis der Zahn ausbricht. Das ist es. Das Koan geht nicht jetzt diese Geschichte an, die da erzählt wird, die in einer Frage beinhaltet ist, sondern das Koran betrifft nur dich ganz allein in deinem innersten Herzensgrund. Kommen wir auf den Ausgangspunkt wieder zurück, eben dieses Koran mit dem Mumunkwan, dem torlosen Tor. Und da heißt es, eine Kuh geht durch ein Fenster, meistens heißt es durch ein vergittertes Fenster. Der Kopf geht hindurch, die Hörner gehen hindurch, die Vorderbeine, der Vorderkörper geht hindurch. Ja, sogar der Euter geht hindurch, die Hinterbeine, der ganze Kuharsch geht hindurch. Ja, Donnerwetter, da haben wir es doch. Halt! Der Kuhschwanz bleibt hängen. Der Kuhschwanz, alles geht durch, die ganze Kuh, aber der Kuhschwanz bleibt hängen. Das bringt zum Ausdruck, dass es eben bei diesem mystischen Sterben, um die es geht, eben bei diesem Meister Eckhart Ausspruch, werde der Mensch erkennen, wie nahe ihm Gott ist, er wird auf der Stelle tot umfallen. Dass es um ein radikales Sterben geht, ohne Rest. Das mag natürlich für den einen oder anderen sogar erschreckend wirken, ja, mystischer Tod, ja, man will ja leben, ja. Gott ist die Fülle des Lebens. Man will ja verwandelt werden in das große Leben, Auferstehung in das ewige Leben. Und jetzt auf einmal heißt es Tod. Man soll sterben. Aber das soll euch nicht beunruhigen, beängstigen. Sondern ganz im Gegenteil. Dieser mystische Tod ist nichts anderes als das Sterben all dessen, was du nicht bist. All dessen, für was du dich dein ganzes Leben lang irrtümlich gehalten hast. Es stirbt all das, was du nicht bist, und es strahlt das auf, was du im Grunde deines Seins wirklich bist. Das ist nämlich der mystische Tod. Dieser mystische Tod setzt voraus drei grundlegende Dinge. Das eine ist absolute Demut. Absolute Hingabe. Und absolutes Vertrauen. Die drei Dinge müssen da sein. Wenn eins von diesen dreien fehlt, egal welches, dann bricht alles auseinander. Dann kannst du nicht durch das torlose Tor hindurchbrechen in das strahlende Licht der Herrlichkeit.
Demut ist für viele ein veraltetes Wort. Man denkt eben viel an die, die Kirche und da Demut, schiefen Kopf, ja, feuchter Händedruck und der Demut, ja, so als leise Treter durch die Gegend schleiche, demütig sein. Ja. Demut bedeutet was ganz anderes. Demut bedeutet, dass du eben diesen Übermut des Egos senkst und minderst und immer mehr auflöst. Ja, wie willst du das machen? Ich will demütig sein jetzt, jawohl, damit ich mein wahres Wesen erfahre. Eben, da kommt die Hingabe ins Spiel. Die zweite Komponente, Hingabe. Absolute Hingabe an das göttliche Sein. Absolute Hingabe an Gott.